Hallo ihr lieben Leute da draußen, ich bin die Rosa vom Fitness Atelier. Ich grüße euch hier bei WeColon. Wir machen heute ein Coffee Hit, also High Intense Interval Training mit Kaffeetassen. Und wenn ihr nicht live dabei sein könnt, könnt ihr das Video auch später noch über YouTube schauen und das Workout dann in der Mittagspause machen, beim Nachmittagskaffee oder wann auch immer. Schnappt euch auf jeden Fall zwei Kaffeetassen und dann geht's jetzt los. So, wir wärmen uns aber erstmal wieder ein bisschen auf, schwingen die Arme vor und rück und beugen auch die Beine ein bisschen, so kleine Wipp-Bewegungen. Genau, haltet euch schön gerade, haltet schon mal die Bauchspannung. Wow. 3, 2, 1 und stopp. Einmal die Arme kreisen. Hoch und tief. Hoch, tief. Und nach vorne. Rück. Schön den ganzen Arm kreisen. Noch 3, 2, 1. Stopp. Einmal die Arme auf Schulterhöhe und aus der Brustwirbelsäule rechts. Und links, rechts, Schultern schön tief, rechts und links. 4, 3, 2, 1 und locker lassen. Einmal den Oberkörper runden, nach unten kommen. Einen Moment halten, wieder hoch. Schultern heben, Schultern setzen, nochmal. Runde, nach unten kommen, halten und wieder hoch, Schultern heben, Schultern setzen. Jetzt zieht ihr noch einmal das Knie zur Brust und haltet hier. Und das andere Bein. Halten, schön gerade halten. Da kommt mein kleiner Freund. Hallo Bruno. So, wir starten. Ihr nehmt die Kaffeetassen. Wir machen 30 Sekunden Power und 20 Sekunden Pause. Wir fangen an mit Hampelmännern. Am besten nehmt ihr eine Tasse mit einem Henkel, wo ihr die Hände rein, also die Finger rein stecken könnt. Und bitte schaut, dass wenn ihr die Arme hochnimmt, dass hier oben nicht die Tassen zerklirren. So, wir starten in 3, 2, 1, los geht's. Auf zu, auf zu. Bruno hat keinen Bock. Auf zu, auf zu. Auf zu, auf zu. Atmen, durchhalten, hoch, tief. 5 Sekunden noch. Und stopp. 20 Sekunden Pause. Wir machen weiter mit Knie zur Tasse. Nicht hoch die Tassen, sondern hoch die Knie. Ja, die Tassen auf, naja, hier so ungefähr. Und jetzt in 2, 1, die Knie nach oben. Hoch, hoch. Also ihr müsst nicht unbedingt mit den Knien die Tassen berühren. Hoch, hoch, hoch. Hoch, hoch, Knie hoch. Atmen. Noch 7 Sekunden. Hoch, 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 hoch. 2, 1. Und stopp. Super gemacht. So, jetzt stellt ihr euch die Tasten einmal links und rechts auf. In so einem Abstand von 1,5 Meter. Und dann geht ihr immer, springt mit dem einen Bein hinter das andere, tippt einmal hier und dann tippen, tippen. Okay, wir starten jetzt. Also, hopp,
hopp, hopp, hopp. Das eine Bein hinter das andere, den Rücken gerade und hin. Tipp, 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 tipp. Super. Atmen durch. 4 Sekunden. Tippen, tippen, Pause. So, jetzt kommt eine Halteübung. Zeigt es euch kurz. Nehmt die Tassen. Geht relativ weit mit den Beinen auseinander. Beugt die Beine, Rücken mal und haltet die Tassen hier. Los geht's. Halt. Rücken gerade, Rücken gerade. Die Fersen bleiben am Boden. Halten. Halten, atmen. 14 Sekunden noch. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perfekt. Wir stellen die Tassen ab. Die nächste Übung, am besten stellen wir die Tassen so in die Mitte, sieht wie folgt aus. Ihr macht eine Kniebeuge, springt über die Tassen, dreht euch, springen, drehen. Alles klar? Auf geht's. Beugen, hopp, drehen, rüberspringen, wieder drehen. Ich weiß, es ist super anstrengend. Runter, rüber und drehen. Und hopp, 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 hopp und hopp. Noch 5 Sekunden. 10. Und stopp. Puh. So. Eine machen wir noch. Wir machen das Ganze übrigens 3-mal. Also falls ihr jetzt gedacht habt, es wäre vorbei. Tut mir leid, nein. So, ihr nehmt die Tasse. Und macht so kleine Tippelbewegung. Und nehmt die Tasse nach vorne. Auf geht's. Schultern tief. Immer nach vorne drücken. Vorne, vorne, vorne. Bauchspannung, Schultern tief. Hoch, 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 hoch. 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2. Und stopp. Kleine Pause. Super, Leute. So, wir haben noch eine halbe Minute Pause und starten dann von vorne. Ich weiß, es ist anstrengend. Aber ihr könnt mit so einem HIIT-Workout super Kalorien verbrennen. Und das wollen wir, ja? Weil ich glaube, wir haben alle so das ein oder andere Corona-Kilo Röllchen uns angeeignet. Deshalb an die Tassen, fertig, los. Wir beginnen mit Hampelmännern in 2, 1. Auf geht's. Hoch, tief. Auf, zu. Hoch, tief. Achtet darauf, dass die Tassen nicht kaputt gehen über euren Kopf. Schultern tief. Hoch, hoch. Und 10 Sekunden noch. Super. Auf, zu, 2, 1, stopp. Hier, meine Frisur geht auch flöten. So, noch 10 Sekunden. Wir machen Knie zu den Tassen. Versucht die Arme die ganze Zeit auf einer Höhe zu halten. Los geht's. Knie hoch. Hoch, 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 hoch. Zwanzig Sekunden. Hoch, 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 hoch. 15 Sekunden. Super. 10 Sekunden. 5. Atmen. 3, 2, 1.
Super gemacht. So, ihr stellt die Tassen wieder links und rechts auf. Kommt der angelaufen. Es gibt was zu essen. Das sind nur leere Tassen, Bruno. So, wir starten in 3, 2, 1 und los geht's. Hin, hin, hoch, hin, hopp, hopp, Rücken gerade, hopp, 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 hopp. Super. Atmen. 10 Sekunden. 5 und stopp, 20 Sekunden Pause. Wir nehmen die Tassen und machen gleich in 10 Sekunden die Halteübung. Also Füße weit auseinander, Knie nach außen und beugen. Auf geht's, halten. Halten, Rücken gerade, Arme strecken, halten, halten, 15 Sekunden, halten, 10 Sekunden, 5, 4, 3, 2 und stopp. So, die Tassen in die Mitte stellen. Und dann geht's gleich wieder im Galopp über die Tassen. 5, 4, 3, 2, los geht's. Beugen, hopp, drehen, springen und wieder drehen. Hopp, hopp, hopp. Super. Und beugen und drehen über die Tassen. Drehen. Hopp. Hopp. 10 Sekunden noch. Super. Und stopp. Puh, ja, mir brennen auch die Oberschenkel. So, letzte Übung für diese Runde. An die Tassen. Und wieder die kleine Mini-Box. Ballerina-Box-Übung. 2 und los. Vorne. Tippen und nach vorne. Kleine Boxbewegung. Fünfzehn Sekunden. Acht Sekunden. 4, 3, 2, 1 und stopp. 17 Sekunden. Quatsch. 45 Sekunden Pause. Also ich habe auf jeden Fall das falsche Haargummi für dieses Workout an. Also ich empfehle euch diese dicken, gerundeten Dinger. Das rutscht den ganzen Tag raus, wenn man springt. Das ist total blöd. Also noch 30 Sekunden. Pause, dann kommt die letzte Runde. Ich versuche nochmal meine Haare festzuzwirren. 15 Sekunden Pause. Wir starten mit den Hampelmännern in 10 Sekunden. Bitte schon mal hinstellen. 5, 4, 3, 2, 1. Los geht's. Auf, zu, auf, zu. Auf, zu, auf, zu. Und wieder aufpassen, dass die Tassen nicht durch die Gegend fliegen oder oben auseinander klatschen. 10 Sekunden noch. Atmen, durchhalten. Es ist die letzte Runde. Pause. Also denkt euch bei jeder Übung, es ist das letzte Mal. Für heute zumindest, ne? 12 Sekunden Pause noch. Tassen hoch, Knie hoch. 5, 4, 3, 2, los geht's. Knie hoch.
Hoch, 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 hoch. Super. Hoch, hoch, hoch. Noch 10 Sekunden. Super. Und Pause. Die Tassen auf den Boden stellen. Links und rechts. Oh, ist das nervig mit den Haaren. Noch 5 Sekunden. 3, 2, auf geht's. Links, rechts, links. Links und rechts. Atmen. Und springen. 10 Sekunden. Super. Ich hab's geflogen. 3 Sekunden. Pause. Sehr gut, Leute. Noch 3 Übungen. Die Halteübung in 8 Sekunden. 4, 3, 2 und runter. Halten. Rücken gerade. Schütz auf. 18 Sekunden. Schultern tief, Rücken gerade. 10 Sekunden. Durchhalten. 5, 4, 3, 2, 1. Und stopp. So, die Tassen in die Mitte. Das ist eigentlich die schlimmste Übung für dich. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und über die Tassen. Hopp, drehen, hopp, springen. Super. Immer die Knie nach außen, ganz wichtig. Rücken gerade. Ihr macht das super. Hopp, hopp, drehen. Und beugen. Noch 8 Sekunden. Und stopp. Super. Eine Übung noch. Jetzt möchte ich jetzt mal meine Haare zu. 10 Sekunden. So, ihr nehmt die Tassen. Die kleinen Boxbewegungen. 2. 1, auf geht's. Hoch, hoch, hoch. Und vor, vor, vor. 20 Sekunden. Letzte Übung. 15. 10. Durchhalten, durchhalten, durchhalten. 5. Und stopp. Sehr gut gemacht. Einmal die Tassen zur Seite. So, wir kommen nach oben. Und machen noch ein, zwei kleine Dehnübungen. Wie ihr seht, ich schwitze auch total. So, wir kommen nach vorne, nach unten. Nehmen die Beine nach vorne. Atmen erst einmal tief ein und aus. Dann streckt ihr mal die Füße, rundet den Oberkörper und bewegt euch einmal nach vorne. Und haltet hier. Dann kommt ihr nach oben in einen Schneidersitz. Und dann kommt ihr nochmal nach vorne. Nehmt die Hände nach vorne und schaut Richtung Unterschenkel. Rundet den Rücken. Kommt er langsam wieder hier nach oben.
Dann hier einen Fuß nach vorne, beziehungsweise ein Bein nach vorne, das andere nach hinten. Stellt das Knie hinten auf und zieht den Fuß einmal Richtung Popo. Und die andere Seite. Und halten. Und langsam locker atmen. In den Schneidersitz zurück. Einmal die Hände falten, nach vorne, den Oberkörper runden. Dann nach oben. Und einmal nach hinten. Hinten unten strecken, nach unten schauen. Einmal die Arme heben, tief einatmen und ausatmen. Super Leute, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schwitzt genauso wie ich. Und ja, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, hier bei Wicolon, bei meinen Workouts. Bleibt gesund. Tschüss.